willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. SV Meppen gegen Waldhof Mannheim. Packendes Spiel. Ich begrüße ganz besonders herzlich die beiden Trainer, unsere Gäste natürlich, Patrick Döppner und unser Cheftrainer Rico Schmidt. Ihr Gast hat natürlich wieder das erste Wort. Bitte. Ja, vielen Dank erstmal. Schönen guten Tag. Ja, wir sind eigentlich ein bisschen überfahren worden in der Anfangsphase, die ersten 10 Minuten, als auch dann die Meppen da direkt das 1-0 erzielt haben. Dann denkst du dir erstmal in dem Moment, oh je, jetzt fängt's an, jetzt gehen die Köpfe los, jetzt hängen die Schultern. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Also nach 10 Minuten, glaube ich, haben wir uns dann in die Partie reingetankt und haben eine sehr gute weitere erste Halbzeit gespielt. Mit einer kompromisslosen Zweikampfführung, mit sehr viel Energie in den Zweikämpfen, mit viel Coaching, mit viel Körpersprache. Einfach das, was ich von meiner Mannschaft sehen möchte und was wir als Verein auch von unserer Mannschaft sehen wollen. Das hat sie dann hervorragend umgesetzt. Folgerichtig dann auch das 1-1 erzielt. Dann hatten wir noch zwei, drei sehr gute Aktionen, die wir leider nicht gut zu Ende spielen. Das war einmal der Rückpass von Kosti, einmal von Adrien Leböder, dann fast freistehend übers Tor zielt. Schnatti hatte noch die Option plus die eine oder andere Halbchance, die wir dann, ja, wie gesagt, nicht genutzt haben. Gehen dann mit 1-1, mit einem, ich glaube, zu dem Zeitpunkt zwar gerechten Ergebnis, weil die Meppen dann natürlich auch noch die ein oder andere kleine Möglichkeit gehabt haben, in die Halbzeit und kommen dann raus und spielen es eigentlich mit derselben Energie und derselben Leidenschaft weiter. Also auch da wieder in jeden Ball geschmissen, viel investiert, auf dem Platz fußballerische Elemente eher Nebensache gewesen. Das heißt, man musste dann schon des Öfteren auf den zweiten Ball zurückgreifen, wo wir jetzt mit Pascal Sohm einen Spieler haben, der auch die Bälle verlängern kann, der auch die Bälle festmachen kann. Das hat uns in dem Spiel sehr, sehr gut getan. Ich denke, in der zweiten Halbzeit ein Spiel mit weniger Tormöglichkeiten, wenn überhaupt dann durch eine Standardsituation bei uns auf der Seite. Und von daher glaube ich, dass wir ein gerechtes 1-gegen-1 gesehen haben. Ich habe eine gute Partie gesehen auf beiden Seiten. Ich habe eine sehr gute Partie auch von uns gesehen mit der entsprechenden Körpersprache und einer hohen moralischen Leistung nach dem frühen Rückstand. Und deswegen nehmen wir den Punkt hier gerne mit und für Meppen weiter alles Gute. Vielen Dank. Rico, bitteschön. Für Mannheim auch alles Gute und wir nehmen den Punkt dadurch auch mit. Bei uns war ja die Ausgangslage ein bisschen anders, weil wir jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen konnten. Wir mussten in Verteidigung neu setzen, Balmert, El Hasame, und das haben die beiden richtig gut hinbekommen, auch gegen das Offensivpersonal vom Gegner. Und wie schon Patrick sagte, starker Beginn, ersten 10, 12 Minuten. Gehen klar in unsere Richtung, auch ein tolles Tor, und so hatten wir es uns ein bisschen zurechtgelegt, wie können wir die Dinge nach vorne entwickeln und auch die Spielruhe, die Geduld zu zeigen, und so ist das erste Tor, das unser Tor gefallen. Und dann haben wir uns auch ein bisschen anstecken lassen, so mit unseren fahrreichen Aktionen, bringt Mannheim dann besser ins Spiel. Wir haben dann zu viele hohe Bälle reingespielt ins Zentrum, im Spielaufbau, und da haben sie natürlich schon auch kopfballstarkes Personal mit Seger, mit Kulke, auch Höger und Wagner. Und da waren wir häufig zweiter Sieger und dann hatten erstmal auch ein bisschen Sorgen, uns zu sortieren in der Körperlichkeit. Es ist richtig, dass wir dann hier und dort in den Umschaltaktionen nicht ganz so präsent waren. Das ist ja auch die Stärke von Mannheim. Da hatten wir schon zwei, dreimal große Sorgen noch, die Dinge zu bereinigen beziehungsweise zu überstehen, weil wir so in der letzten Aktion im eigenen Ballbesitz so die, ja, dann waren wir vielleicht zu übermotiviert, haben den Nebenmann nicht gesehen oder die falsche Entscheidung getroffen, und da war Mannheim dann stark in den Offensivaktionen, das ging dann klack, klack. Aber trotzdem, alle Jungs haben zurückgearbeitet, haben sich dort reingefressen, ärgerlich, dass wir aus dem Standort das Tor kriegen. Aber das war sicherlich auch zu dem Zeitpunkt auch verdient. Wir hatten unsere Halbchancen 1-1, unterstrich dann erstmal auch in Ordnung, kurz die Dinge angesprochen, unser Aufbauspiel nochmal nachjustiert, nicht mehr so die hohen Bälle in die letzte Linie hineinzuspielen. Das ist auch Tango ist stark am Fuß, am Boden, nicht mit dem Kopfballspiel. Und das haben wir dann deutlich besser hinbekommen. Wir mussten ja zur Halbzeit ja oder in der ersten Halbzeit ja noch Lars Binning tauschen, verletzt. Jeska, da auch hier an der Stelle ein Riesenkompliment, wie er das dann nahtlos für sich und für die Mannschaft organisiert hat. Und dann war es ein Hin und Her. Mannheim mit seinen Möglichkeiten, immer wieder auch im Offensivspiel, Umschaltspiel,
Wir hatten unsere Möglichkeiten, zum Schluss Chris Hemlein nach der Eingabe Ametov, wenn er den Tick mehr drückt, haben wir einen Lucky Bunch gesetzt, ein, zwei Abschlüsse noch. Also ein sehr kampfbetontes, hoher Einsatz von beiden Mannschaften, im Strich 1-1 geht in Ordnung und für uns war das Ziel, die 40 Punkte zu knacken, also 40 bzw. 42, jetzt sind es 40 Punkte, zu dem Zeitpunkt 24. Spieltag. Das ist erstmal Wahnsinn und sensationell und das habe ich auch nochmal so in die Mannschaft reingegeben. Auch die, die jetzt nicht da sind, wir haben den einen oder anderen Willi Esef bekannt, der ist immer noch im Krankenhaus. Da hat jeder Anteil an dieser starken Leistung der letzten Wochen und Monate. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass wir eben personelle Notstände immer wieder auch kompensieren können, auffangen können. Sprich für den Charakter dieser Mannschaft. Wir wollten einen Gegner, der eine Spitzenmannschaft ist, so muss man das auch konstatieren, auch hinter uns lassen, punktuell. Das ist uns ja gegen Kaiserslautern oder Braunschweig nicht gelungen. Da sind wir eher benutzt worden leider. Wir stehen mal weiter auch vor Mannheim und wir genießen auch diesen Augenblick. Jetzt haben wir zwei Tage Pause, sind seit 14 Tagen gemeinsam jeden Tag, sehen wir uns. Das hat sich die Mannschaft auch verdient und dann geht es ab Mittwoch in Richtung Havels. Und das ist ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Die haben jetzt gegen Türkgücü gewonnen und die haben sich auch noch nicht aufgegeben, keinster Weise. Ich wünsche Mannheim, meinen Kollegen, gute Heimreise. Danke. Viel Erfolg für die restlichen Spiele und ja, ich hoffe, dass wir dann im nächsten Heimspiel dann endlich wieder auch hier Zuschauer haben. Ja? Und nicht nur in anderen Bundesländern, wo 15.000, 14.000 sind, sondern dass wir auch hier wieder in Niedersachsen Zuschauer begrüßen dürfen. Wir hatten ja ein paar, die haben uns applaudiert. Stellen wir uns vor, heute in so einem Spiel, 7.000, 8.000, 10.000 Platz die Hütte. War ja auch ein rassiges Spiel und das wünsche ich mir einfach auch für die Zukunft. Danke. Vielen Dank. Kann ich nur anschließen. Gute Heimreise. Dankeschön.